Ja, willkommen heute mal wieder zu einer Folge von Path of Exile. Dort ist am Freitag ja die neue Erweiterung erschienen, Atlas of Worlds, die ja primär zwar das Endgame mit den Maps betrifft, aber ich möchte einfach mal wieder so ein paar Folgen machen, indem ich ja die aktuellen Änderungen erkunde, sowie ja die Änderungen, die ich bisher noch nicht angeschaut habe. Das letzte Mal, als ich bei Path of Exile aktiv war, das war, als der vierte Akt released wurde. Und danach habe ich jetzt längere Zeit Pause gemacht und deswegen steige ich jetzt am Anfang mit einem neuen Charakter. Ich werde mit einer Bogenschützin, denke ich, starten und nehme euch da durch den ersten Akt bzw. durch die erste Schwierigkeitsstufe der ersten vier Akte mal so mit und werde versuchen, dort ein paar Highlights zusammenzuschneiden. Und danach möchte ich halt noch ein paar Folgen machen, um dann eben Atlas of Worlds zu erkunden und diese ganzen Endgame-Maps dort mal ein bisschen intensiver zu spielen. Auf jeden Fall erstmal auf direkt ins Spiel und ich beginne jetzt damit, eben meinen neuen Charakter zu erstellen, um in der Essence League dann zu spielen. So, also wie gesagt, ich werde die Essence League spielen. Erstmal weiterhin in der Standard und nicht in der Hardcore-Variante, weil ich muss mich eh erstmal wieder ein bisschen ins Spiel gewöhnen und möchte auch recht entspannt spielen. Das andere ist die Witch, die ich immer sehr gerne gespielt habe, aber ich möchte auf jeden Fall einen Fernkämpfer spielen und das ist dann noch die Bogenschützin am ehesten. Ja, also das wird jetzt mein Charakter sein, mit dem ich mit euch zusammen ein bisschen Path of Exile erkunde und auch die ganzen neuen Errungenschaften, die auch für die Skills relevant sind, weil auch da haben sich einige Änderungen ergeben, seitdem, glaube ich, dass mit den Fallen und so weiter eingebaut wurde. Ist auch der Skilltree inzwischen um einiges komplexer geworden oder beziehungsweise noch ein paar weitere Spezialisierungen dazugekommen, die es vorher in der Form noch nicht gab. So, weil die neuen Elemente, die hier eingebaut wurden, wobei die jetzt wahrscheinlich noch nicht so sichtbar sind, das hier ist auch neu, das habe ich auch noch nicht gesehen mit den größeren Hintergrundgrafiken. Ja, mal schauen, wann das freigeschaltet wird, dass das eben hier noch so weitere Spezialisierungen gibt, wie ich dann den Charakter ja passend an meinen Spielstil irgendwie einstellen kann. Und na gut, also erstmal auf ins Spiel und auf in das erste Gespräch. Lost us down there, 2 dozen of us off that ship. You and me were all that survived the swim. Never was much difference between exile and death sentence. Once I catch my breath here, we'll take a look around. See what Raycrest has on offer. I thought I saw smoke at those ruins up the beach. It could be worth checking if there's... Das ist für meine auf jeden Fall am wichtigsten, dass ich hier auch wirklich ja, stehen bleibe, wenn ich irgendwelche Angriffe mache. Und Burning Arrow dann auch gleich als Standardangriff. Ja, auch mal erstmal ins fröhliche Monster jagen, einfach um natürlich die ersten Level hier zu machen. Und ja, klar, Mana muss ich natürlich erst selber wieder aufladen, da ja die Tränke entsprechend sich mit dem Töten der Monster wieder aufladen. So, hier gleich die nächste Ausrüstung, die ich natürlich mit dem Bogen gar nicht benutzen kann. So, weiter. Oh, die Zahl ist auf jeden Fall größer geworden. Das heißt, es wird jetzt angezeigt, dass noch mehr als 50 Monster remainen. Vorher war das ja auf irgendwie 10 beschränkt, die man dann nur gesehen hat. Na komm, kann doch nicht so schwierig sein, den zu treffen. So, noch ein Shield. Naja, die lassen wir erstmal liegen, weil für die paar Scrolls-Fragmente, die es für solche Sachen gibt, lohnt sich das jetzt nicht, das alles einzusammeln. Dann lieber nachher noch ein paar blaue hoffentlich finden. Und auch immer wieder das Mana auffrischen, weil das ja eben nicht von selber aktuell regeneriert. Ich weiß gar nicht, ob es eine Fähigkeit gab, die das zumindest ermöglicht hat. So, Nahkampf mache ich eh nicht. Das heißt, die Waffen kann ich gleich liegen lassen.
und mit der Karte zusammen. Die große Änderung ist ja, soweit ich weiß, die technische, von der technischen Seite her, dass die jetzt das Multithreading aktiviert haben, sodass an sich Path of Exile auf jeden Fall deutlich weniger Rechenleistung braucht, beziehungsweise die Rechenleistung, die da ist, besser nutzen kann. Ich werde da in aller Regel einfach mit euch sozusagen springen. Wenn ich dann hier bessere Momente habe, werde ich die euch sozusagen in einem Time Warp mitnehmen und nicht die ganze Zeit in den Details unterwegs sein. So, und das ist jetzt schon das erste Level, also beziehungsweise das erste Level Up, das heißt schon Level 2. Und es gilt jetzt natürlich zu schauen, wo ich jetzt anfange, in den Baum einzusteigen. Das heißt mehr Leben und Ausweichen oder einfach mehr Projektil-Damage. Das heißt, am Anfang erstmal ein bisschen Damage rausholen. Ich habe mir aktuell noch keinen neuen Plan gemacht, wie ich den Ranger tatsächlich skillen möchte. Das werde ich jetzt so nach und nach noch ein bisschen schauen, was so als nächste Punkte da sind. Aber erstmal so ein bisschen hierhin Projektil-Damage hochbringen und Attack-Speed, dass ich einfach schneller angreifen kann. Das wäre jetzt hier mal so der erste Bogen sein, den ich ausprobieren möchte. Und dann werde ich mal gucken, welche Fähigkeiten hier für den Bogen am besten sind. Ja, übernehmen. Ein Crude Bow ist auch nicht besser als der, den ich habe. Dafür hat er aber zwei grüne Elemente. Kann ich zumindest den erstmal mitnehmen. Und der ist jetzt auch bald auf Level war. Anscheinend gibt es die Blacksmith-Items jetzt schneller, weil dass ich jetzt schon zwei gefunden habe, finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Ja, da ist jetzt gleich mein Gem soweit aufgelevelt, mein Feuer-Arrow dann auf jeden Fall mehr Schaden macht. Okay, wie viel hat er aktuell? 4 bis 11 Feuer und Physical. Also 19,5 DPS gegenüber 13,7. Ah, jetzt sitzt nur noch ein Monster da, das heißt, das ist dann jetzt der Boss, der Hillock. Und das sind sozusagen die Elemente, wo ich dann mit euch springen werde. Das heißt, ich werde sozusagen von Boss zu Boss oder von besonderen Stellen, wenn welche im Level vorhanden sind, dort einfach mitnehmen. Hier sind anscheinend auch die Anzeigen etwas verändert worden mit dem mit den Missionsinformationen. So, Leather Cap, Super Iron Head, den nehme ich mal noch mit, weil das natürlich dann auch wieder ermöglicht, diese Improvements-Dinger zu machen. Das ist jetzt Quality, genau. Und wenn ich 20 zusammenbringe, beziehungsweise 40 einzelne, glaube ich, waren das, dann kann ich mir ein so ein Ding kräften lassen. So, hier ist jetzt die Frage, Evasion oder Armor? Also ich nehme lieber Evasion, weil es mir an der Stelle leichter fällt, dann den Fernangriffen eventuell auszuweichen. Und ja, mein Gem noch aufleveln. So, auf zu Lion Eyes Watch. Ja, jetzt gilt es schon gleich erstmal wieder die verschiedenen Arrow-Typen anzuschauen. Okay, vier weitere Pfeile. Ice Shoot und Frost Blades. Und das ist nur normale Attack. Vier Additional Projectiles. Also ich werde erstmal den Split Arrow mit dazu nehmen. Grün ist ohnehin das Primäre. Als nächstes ist jetzt letztlich die Mercy Mission zu holen. Und ja, genau, das heißt die ganzen Stash Tabs sind natürlich eine ganze Menge, weil ich das schon mal länger intensiv gespielt habe und mir dort einige Tabs zugelegt habe. Und deswegen kann ich jetzt die Sachen einfach mal hier drin lassen und später genauer sortieren, wenn ich mehr Krimskrams habe, was ich dann irgendwo hinsortieren kann.
So, auf in zur Küste und eben dann Richtung Medicine Quest. Ja, in den Flammen sollte ich nicht stehen bleiben, sonst ist es hier gleich ziemlich schnell zu Ende und damit jetzt auch schon gleich wieder Level 3. Und da ist der erste blaue Bogen. So, Attack Speed und Projektil Damage nach oben. Ah, meine erste Wisdom Scroll. Ach, ich hatte ja noch ein paar. Stimmt. Ich fange ja mit ein paar von den Scrolls an. Gut. 3 Cold Damage dazu. Und die Dinger sind weiterhin verbunden, wobei es ja egal ist, weil es sind eh 2 getrennte Fähigkeiten. Und den kann ich wegwerfen. Der hat jetzt nichts Spezielles, was ich noch brauchen würde. Ja, die Monster sind auch schwach genug, dass selbst so ein einzelner Pfeil ganz gut... Ach genau, ich glaube, das ist sogar hier. Also je dichter ich sozusagen an mir die Position halte, desto verteilter ist der Schuss. Ja, der ist ein bisschen zu heftig, was der Mana-Verbrauch angeht. 6 Mana kostet, 5 Mana kostet, naja gut, ist nicht wirklich viel, aber ich habe halt im Moment auch noch nicht viele Reserven. So, Physical Damage nach oben. Und irgendwo taucht ja normalerweise hier dann auch die Feuerfury auf, die dann der zweite Bossgegner ist. So, ja, Resistenzen sind natürlich auch noch keine vorhanden. Entsprechend geht es hier ziemlich schnell mit mir abwärts. Boah, jetzt habe ich sogar schon Chromatic Orb. Also ich glaube, die haben deutlich die Drop-Chance für die Währung erhöht. Was jetzt auch nicht so verwunderlich ist, weil es gibt ja inzwischen noch weitere kräftigen Elemente, die dazu bekommen ist. Eben der Name der League, die Essence League, mit der das Kräftigen nochmal um eine weitere Ebene erweitert wurde. So, da ist jetzt auf jeden Fall die Feuerfury. Hier in der ersten Schwierigkeitsstufe ist sie natürlich noch ziemlich leicht zu besiegen, auch wenn ich noch ziemlich am Anfang stehe. Hier ist jetzt der erste Waypoint gegenüber der Tidal Island, wo ich dann gleich die Medicine Chest holen werde. Und jetzt auf zur Tidal Island. Mal schauen, ob dann generell angezeigt wird. Ja, dass zumindest mehr als 50 Monster auf jeden Fall sind. Okay, jetzt steige ich gleich wieder ein Level auf und jetzt habe ich schon wieder fast vergessen, was ich gerade machen wollte, nämlich wollte in die Essence League reinschauen und gucken, was da jetzt eigentlich für Herausforderungen sind, die bewältigt werden müssen, um ja auch in der Essence League sozusagen zu punkten, beziehungsweise die ganzen Herausforderungen und Belohnungen dann zu bekommen. Auch wenn die, gut, das ist der Passive Skill Tree, Challenge und Achievements, genau. Also die Achievements sind ja soweit so klassisch, da hat sich wahrscheinlich nicht so viel geändert. Mal schauen, was da ich eventuell noch ergänzen kann. Aber ja, das hier will, genau, also die Microtransactions, Elemente, die man eben gewinnen kann für 12 Challenges. Boah, das ist ja en masse. Das heißt, es sind ziemlich viele Challenges jetzt hier. Naja, da bin ich ja mal gespannt, wann ich dem ersten Element hier... Oh, Editor 100 Unique Items. Also da haben sie ganz schön überarbeitet, weil das waren bisher, glaube ich, eigentlich immer so 8 Punkte mit verschiedenen Elementen. Das haben sie jetzt deutlich ausgeweitet. Das finde ich auf jeden Fall ziemlich gut, weil dann gibt es einen größeren Herausforderung, beziehungsweise man hat kleinere Steps, um zu merken, ah, cool, da habe ich jetzt einen Schritt gemacht und da habe ich was geschafft. Ich frage mich, ob das hier jetzt nur ein Counter ist oder ob die verschiedene sind. Und Claim Assassins, Senses, also ja, da bin ich sehr gespannt, wann mir hier das erste Brotkrumen dann vor die Nase gehalten wird. Ach ja, genau, die Schilde sind natürlich auch noch ganz interessant. Dann nehme ich da mal ein bisschen Schild erstmal dazu.
und lasse das Evasion mal weg. Okay, erstmal den Schild dort auch anlegen. So, da sind wieder alles Waffen, die für mich uninteressant sind. Und natürlich jetzt den Angriffspunkt noch voll ergänzen. Also wie gesagt, ich will ein bisschen schneller angreifen können. Und da erstmal den Fokus drauf legen. Okay, da ist auch schon der Medicine Man. Im Moment tut mir sein Eis noch nicht so weh wie in den höheren Schwierigkeitsstufen. Das heißt, hier ist er jetzt noch ganz gut zu bewältigen und gut zu besiegen. Vor allen Dingen, dass ich jetzt nicht komplett eingefroren werde. Das ist die Gefahr natürlich in den höheren Stufen, dass das Eis mich dann so einfriert, dass ich dann natürlich nicht mehr reagieren kann und er mich dann einfach erledigen kann. Also ich spiele definitiv nicht so, dass es mir darum geht, möglichst schnell hier irgendwie die Level hochzubringen, sondern eigentlich ganz gemütlich mir ja, Fast of Exile nochmal zu entdecken, nachdem es ja jetzt schon eine ganze Weile her ist, dass ich es zuletzt gespielt habe, mir wirklich mal wieder die Zeit dafür zu nehmen, auch die kleinen Geheimnisse des Spiels auszuerkunden und euch auf das eine oder andere dann tatsächlich mitzunehmen. Complete Normal Quest, Mercy Mission Complete. Das heißt, das ist jetzt schon die erste Challenge Achievement. Oder ist es nur einfach nur für die Mission? Nee, complete these normal quests. Complete each of the following quests in normal difficult. Cool. Also auf in den Fertigpool und das nächste, also beziehungsweise erstmal zur Küste, zurück und dort aus in den Fertigpool und zur nächsten optionalen Mission. Gut, weiter Attackgeschwindigkeit, so 33 auf 34,6. So, das ist der Fertigpool, da soll ich ja eh dann nochmal rein. Aber jetzt erstmal hier draußen noch ein bisschen aufräumen und auch das Bossmonster in der Fläche zu erledigen. So, und dazu gibt es jetzt eine neue Information. So muss ich dann nur zu Torglight nochmal zurück ins Camp. So, die habe ich schon. So, da ist das dicke, große Monsterboss-Vieh. Ja, das, bei dem ich dann vergiftet werde, wenn ich in seiner Nähe stehe. So, hier jetzt das nächste Armor-Teil mit Schild und Armor, wo ich fast den gleichen Energy-Schild habe wie in dem bestehenden Teil. Also gleich mal austauschen und hier auch wieder die nächste Verstärkung für Angriffsfähigkeiten von Pfeil und Bogen. So, wieder ein Level nach oben und wieder die Angriffsstärke verbessern, 42,6 auf 43,1 und da sind die letzten drei, ja, alle Monster erledigt. Hey, da ist das erste von der Essence League. Whispering Essence of Hatred. The monster is imprisoned by powerful essences. Den lasse ich erstmal noch stehen. Dass ich hier drin soweit aufgeräumt habe. Ich bin mal gespannt, ob die mitzählen für
für die Monster, die hier im Fertigpool sind. Das heißt, ob ich sie zwingend erledigen muss oder ob die dann optional sind und den Counter nicht berühren. Oh, noch mehr Lebensregeneration, sehr schön. Das ist natürlich sehr praktikabel. So, da ist jetzt der Necromancer, der Boss letztlich hier für diese Gruppe. Hier würde es sehr helfen, wenn man solche Corpse Exploded oder sowas hat. Weil dann kann man ihm nämlich diese Wiederbelebungssachen klauen. Weil er kann die nur wiederbeleben, solange die Knochen noch da sind. Das heißt, wenn die Corpses gekillt werden würden, dann könnte er da nicht viel anstellen und auch nichts wiederbeleben. So, 49 noch zu killen. Ein bisschen ungewohnt mit der Zieltechnik, dass man dann eventuell einfach ein bisschen weiter hinter die Monster sozusagen hält und nicht auf die Monster, damit die Pfeile möglichst geschlossen dorthin gehen. Weil wenn ich dann zu weit nach vorne gehe, würden die zu stark streuen. Muss mal nachschauen, ob in den Challenges auch irgendwelche... Okay, das Activate Waypoints, Combine Triessence Sense, Kill 50 Monster, Complete Normal Quests, Complete These Encounters, Complete Masters Mission, Post Monster, Rouge Exile, Rare Monster, das ist der Nemesis Mod. Oh, Slay the Boss of Corrupted Wildside, Rescue Navali. Mal gucken, wo die auftauchen. Dann Eggbosses killen, Rare Monster in Cruel, das ist schon, glaube ich, die zweite. Oder Merciless ist dann die dritte Schwierigkeitsstufe. Pitbull Demon. So, dann wieder, okay, ein Complete Clear, Kill Creepers, Kill Monster, Tormented Embezzler. Rare Monster, Vist Inner Treasure. Oh, die sind auch besonders selten. Rouge Templar und die Weiner Strongbox. So, Corrupt Essences, Added Additional Essence, Change Essence. So, Kill Unique Monsters. Das sind jetzt keine Unique Monsters, aber es sind zumindest Monster, die herumlaufen. Also, Kill Unique Monsters. Spine Snap, Soul Moon. Okay, das sind wieder Currencies, die ich aber nur benutzen muss. Da muss ich jetzt nicht wieder dieses ganze Crafting zusammen machen. Dann die Cruel Bosse killen. Kill 40 Monster, Bearing Silver. Kill 40 Monster, da Carrying Silver Coins. Aha. Irgendwas Neues. So, dann die ganzen Essenzen einsammeln. Da müsste ich ja dann gleich die erste bekommen. Dann Wahl Bosse killen. Mal schauen, wo die jetzt genau auftauchen. Level the Masters. Reach Reputation Level 5, wird die 6 auf die 6, 8 versagten Masters. Okay, also die versagten Masters sind auf jeden Fall auch alle noch drin. Aber das dauert wahrscheinlich wieder ewig, bis man die auf die Level hochbringt. So, Rare Monsters. Kill Multi-Essence Monsters. 2, 3 oder 4 Essences. Essences auf einmal. Da müsste ich ja jetzt... Ach ne, ist ja erst ab 2. Das heißt, die Einheit gilt natürlich noch nicht. Okay, die Rezepte sind auch wieder dabei. Das heißt, Cartographer's Sizzle, da brauche ich eine Map und einen Hammer mit 20%. Chaos Orb muss ich nochmal nachschauen, was ich dafür genau brauche. Orb of Alchemy, muss auch nachgucken, was da die Elemente. Ich glaube, Wahlorb war irgendwie 7 Wahl. Wahlgems plus noch irgendein Currency-Item. Ich glaube, Orb of Change oder so weiter. Oder irgendein Combo-Geschichte noch. Gut, dann die Essenzen verwenden. Okay, Hideout auf Maximum. Dann Gem auf 20. 100 Unique-Items. Fulfill a Prophecy Chain. Complete Prophecy Chain Associated with Pale Council Member. Ja, da bin ich mal gespannt, wo diese Prophecies tatsächlich dann, wie die gestartet werden. This Pale Council Member.
was das überhaupt für Elemente sind, weil die sind mir jetzt noch ziemlich unbekannt. Complete these encounters. Okay, das sind weitere. Kill monsters touched by tournament spirits. 500! Oh. Achso, stimmt, die fliegen ja so drüber hinweg und markieren die ja bloß mit diesem grünen leuchtenden Streifen, aber trotzdem 500, meine Güte. Kartographer Strongbox, die gibt es auch nicht sehr oft. Kill these Merciland Egg Bosses. Archive Ex Ascension. Oh, Labyrinthe. Ja, das ist das, was ich überhaupt noch nicht ausprobiert habe. Use the Ascendary Device in each of the following places. Reach Level 90. Attain Character Level 90. This challenge still counts even if your character die afterwards. Shape these maps. Use the Shaper's Orb to upgrade maps to of the following tiers. Also eine Map mindestens bis Stufe 10. Das heißt, die müsste dann um 50 Level höher sein, weil ich glaube, jedes Mal steigt die ja um 5 Level. Kill these Warband Leaders. Read Memory Fragments. Read each of the following Memory Fragments. Memory of Nightmare Grief Awakening. Wo kommen die überhaupt vor? Complete Twin Map. Complete Maps in 10 of the following 15 Tiers, while they have the Twin Mod. These Maps are complete by killing their unique bosses. Okay, das heißt, Twin dürfte wohl sein, dass dann eben ja, zwei Boss-Monster oder zwei Unique-Bosse drin sind. Das dürfte schon sehr happig werden, wenn die beide da rumschwirren. Gut, dann entsprechende Rare-Items identifizieren. Ah, die Divination Cards gibt es ja auch noch, die ganzen, die es da zu sammeln gibt. Mal sehen, wann da die ersten auftauchen. Gut, das sind die ganzen Unique Maps, oder nein, nicht ganz, das ist natürlich nur ein ganz kleiner Austeil, ein ganz kleiner Teil der Unique Maps, aber zumindest welche, die für eine Challenge completed werden sollen. Wobei, stimmt, Unique Maps gibt es gar nicht so viele, weil das sind dann noch Rare Maps. Bis Tier 15. Und während sie unidentifiziert sind, das heißt random, auch anstrengend, sehr anstrengend. Complete at least 100 different types of maps. A map is completed by killing a unique boss or bosses if it have any. Also wenn es mehrere sind. Maps without unique bosses are completed by opening specific unique chests. Aha, es gibt auch welche ohne. Also klar, das eine ist diese Map, wo es irgendwie nur Schatzkarten, nur Schatzboxen gibt. Dann die vier Guardian of the Void. Das sind wahrscheinlich die, die halt im Rahmen dieser Atlas Explorer sozusagen freigeschaltet werden. Und The Shaper, das ist wahrscheinlich der fünfte und super mega Mittelboss. Complete three Endgame Grinds. Kill three of five unique bosses of the following numbers. Oh. Any Wahl Temple Boss 12 Mal. The Cursed King 30 Mal. Eater of Soul 30 Mal. Itzaro of the Endgame Labyrinth. Naja, das sind viele Encounter, von denen ich im Moment nicht sagen kann, ob ich da überhaupt auch nur annähernd drankommen werde. Und wie tief man letztlich die Game-Mechanik und einen optimierten Charakter dafür braucht. Also, 8 Monster sind noch hier drin. Mal gucken, ob das jetzt einfach nur die Eingefrorenen sind, was ich fast vermute. Dass die nämlich dazu zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl. Und dann werden sie gleich freigelassen. Whispering Essence of Hatred. Oh, was auch immer. Ja, da Hatred ist, glaube ich, einer von diesen Skills. Also von den Skill Gems. Und damit ist er ausgeschaltet. Und die letzten Monster. Genau, also die Claim Essences war jetzt das erste. Und das ist auch die Essenz, die ich jetzt eingesammelt habe. Auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, die nächste Essenz. So, Whispering Essence of Greed.
Okay, im Moment tun sie mir nicht so viel, aber ich bekomme dafür diese... diese Blutvergiftung sozusagen. Burning Blood. Ja, Corrupted Blood ist das. So, der nächste. Claim Essence of Greed. Gut. Auf jeden Fall gibt es da noch einige Sachen, wo ich dann diese Filterliste, weil es gibt ja so ein dynamisches Filterskript, mit dem ich da einstellen kann, welche Sachen ich dann sehe und welche nicht, dass da dann noch ein bisschen angepasst wird, dass ich dann natürlich die ganzen neuen Elemente, die jetzt hier irgendwie als Currency oder als Crafting Items oder wie auch immer dort rumschwirren, dass ich die dann weiterhin angezeigt bekomme und nicht eventuell verloren gehen. So, der erste größere Block. 20% Projektil Speed, Increase Projektil Damage und 20 Dexterie. So, von 40,4 auf 47,6. So, einmal die Glyphen befestigen oder vielmehr in die Mauer stecken und ab in die Submerge Passage. Ja, einmal zurück zu Lion's Eyes Watch. Bear Trap ist uninteressant, Puncture, Duration Mele ist auch uninteressant, Totem Attack Duration und Caustic Arrow deals 6,5 Base Chaos Damage per Second. Base Duration 2,9. Ist auf jeden Fall Bow und ist Chaos, aber ich habe jetzt aktuell gar keine grünen Gems zur Verfügung. Und das hier, Arrow Always Pierce, Totem Last 8 Seconds. Summon the Totem that attack with piercing arrows. It's attack slowly but deals increased damage. Ja, dann nehme ich lieber noch den Totem dazu. So, auf zum Deep Dweller als nächstes, bevor es dann weitergeht mit der Reise zum Prison. So, die beiden Gems sind levelbereit. 47 und 28. 47 und 29,4. Ah, da sind die ersten, der erste Schrein. My mana is gone. Frosty, Frosty. Oh, da ist schon die Flood Depths. Auf zum Dweller. Ein Chroma-Orb gibt's dafür, soweit ich weiß. Und wieder ein Level weiter. Point available. Increase maximum life, change avoiding standard, ein life regeneration per second. Increase movement speed, increase attack speed. Also mache ich erstmal die Life Regeneration. So, aber ich wollte eigentlich dieses Totem benutzen. So, also ein Totem, das dann auf die Monster schießt. Scheint auch irgendwas Neues zu sein. Oder zumindest sehen die Totems abwechslungsreicher aus. Nicht immer nur diese stehenden irgendwas. Jetzt habe ich hier wahrscheinlich ja keine Monster mehr, an denen ich das ausprobieren kann. Diesmal kriege ich einen Passive Skill Point.
So, damit habe ich jetzt auch schon den ersten Chromatic Orb selber gebaut, auch wenn ich jetzt schon einen davon gefunden habe. Und hier unten ist noch der Hinweis, ja, dass man die Essenzen halt kombinieren kann zu jeweils höheren Leveln. Und genau, damit habe ich das erste Vendor Recipient auch erledigt. So, mal schauen, also die 50 Monster. Ja, habe ich jetzt schon, also beziehungsweise 4 habe ich jetzt schon mal gekillt. Das heißt, es sind wirklich ein einfacher Zähler. Und mal gucken, wo ist das andere? Claim Essences. Das sind zwei verschiedene schon, Greed und Hatred gewesen. Die ersten Rare Monster haben auch schon geklappt. Ja, den Chromatic Orb habe ich jetzt schon sozusagen bekommen. Das war das eine Rezept, dass man einfach nur die drei Farben, die miteinander verbunden sein müssen, haben muss. So weit, so gut. So, jetzt 1% mehr Lebensregeneration. Mal gucken, wo die in den Statistiken auftauchen. Das kann man nicht schon, pass ich so drin, Character Stream. Ja, genau, ein Character Stream. Also, mischt sind Power Charges, Cast Speed, Rapid Speed Modifier, Defense, Lightning. Resistant, Mana Regeneration 1,9 und Life Regeneration 6,3 inzwischen. Sehr schön. 6,3 macht bei 194 doch schon eine ganze Menge aus. Ja, genau, jetzt mal ausprobieren. Bumm. Ja, sollte ich mal ein paar mehr haben, aber der bleibt auch nicht allzu lange stehen. Vor allen Dingen schießt das Ding ziemlich daneben, wenn es zu langsam ist an der Stelle. Okay, also wieder mein Dreier-Split-Arrow an der Stelle, was mir da auf jeden Fall erstmal bessere Dienste leistet. Zumindest bis ich die anderen automatisch mitnutzen kann und genug grüne Slots habe. So, da taucht jetzt hier auch schon der sozusagen Boss für, oder wie immer, das stärkste, der starke Gegner für dieses Level auf. Noch ein gelbes Chestplate. Aber leider auch nicht mit grün. Power Ring. Ah, natürlich der erste Ring. Mitnehmen. 23 Mana dazu. Ha, da ist er gleich explodiert, weil ich ihn vereist habe. Ja, ein Burning Arrow mit Cold Damage. Das ist doch eine gute Kombination. Feuer, Kälte, Physical Damage. Fehlt bloß noch Chaos Damage und... Ne, das waren glaube ich dann die drei. Ach ne, Lightning noch, genau. Lightning, Chaos, Fire, Cold und Physical Damage. Die fünf Schadenstypen letztlich von PoE. Das müsste es eigentlich, ja, das war's. Das sind keine Monster mehr da. Das heißt, da hinten kommt jetzt die Öffnung. Gibt es hier hinten noch irgendeine Stone Box, irgendwas? Aber ich denke, die Boxen kommen, also die Strong Boxen kommen wahrscheinlich erst später. The Ledge, mein Lieblingslevel. Hier wirken diese Fächerpfeile natürlich ideal, weil meistens hier die Horden in der Form auftauchen und ich ja dann dort schon vorsorglich, bevor die mich allzu sehr ins Visier nehmen, schon mal schießen kann und dann die gezielt ausschalten kann. Okay, aber erstmal weiter nach unten. Beziehungsweise hier sind dann die Physical Speed und Movement Speeds. Wobei das wäre hier glaube ich auch noch Increase Physical Damage with Bows. Dann mache ich erstmal an der Stelle weiter. Also alles das, was mir den Kampf mit Bogen im Endeffekt verbessert, ist erstmal so meine Zielgröße. Dann gibt es schon wieder ein entsprechendes Item für einen Chromatic Orb. So, dann kommt jetzt hier auch der Bossgegner für diese Zone.
das Totem. Mal gucken, dass es gleich seine Blitze gegen mich ausschickt. Da ist es schon. Der falsche Gott, Kuduku. Und das ist er gewesen. Ha, Iron Ring, das ist prima. Gibt's auch wieder mehr Damage. 73 aktuell. So, noch 20 Monster. Dann ist die Region auch erledigt. Ich werde jetzt heute noch so weit spielen, dass ich bis zum Prison komme und dort den Wegpunkt aktiviere. Ah, noch ein Iron Ring. Dann werde ich den gleich mal austauschen und auf das Mana verzichten. Und stattdessen lieber noch ein bisschen mehr Schaden machen. Mal gucken, jetzt ist 73 und jetzt ist es 83. Moment, es war noch nicht 73, oder? Doch, 73. Das sind echt 10 Punkte dazu. Fast 10 Punkte. Decline. Activate these Waypoints. So, also jetzt hier erstmal den 10. Skill Point vergeben. Da versteckt sich einer. Ich kann durch den Boden durchschießen. Da ist er. Pointe vorsagen. Zack. Und schon ist er Geschichte. Was ist das denn? Das ist neu. Novali. Na dann. Thank you for freeing me. The Mother of Death likes to play these little tricks on me, to remind me of my place. But she also sent you here to help. Let me return the favor, Exile. We will meet again in town, and then I will help you illuminate your path. Cool, das heißt, neben den Masters gibt es jetzt anscheinend auch diese hier. Da bin ich ja mal gespannt, wenn ich gleich in die Stadt zurückkehre, ja, was sie da dann mir zu geben oder zu sagen hat und was für Missionen das sind. Wahrscheinlich hat das mit den Traps dann zu tun, dass ich dann dort irgendwelche Herausforderungen machen kann. So. Im Lower Prison werde ich jetzt einfach nur noch den Wegpunkt aktivieren und danach. There's no justice in a place like this. Only misery. Und danach dann noch in die Stadt mir die Novali anschauen. Und dann ist, wie gesagt, genug für heute. Da ist noch eine Essenz, die nehme ich natürlich noch mit. Und eine Strongbox. Und eine Bronze-Monograph, was auch immer das ist. Trial of Ascendancy. Oh, da sind die ersten. Ja, das muss ich mir jetzt noch ein bisschen anschauen. Also erstmal die Essenz. Achso, das ist gar keine Box, das ist nur der Essenz-Dings. Aber wohl. Das heißt, diese komischen Dinger da, die da rumschwirren. Die können nicht getroffen werden. Apropos nicht getroffen werden. Ich glaube, da gab es ja noch irgendwie. Ach ja, genau. Gab ja inzwischen jetzt Begleiter oder so weiter, die mir auch im Kampf helfen. Aber ich glaube, die werde ich erst im 4. Akt bekomme ich die als Belohnung irgendwie. Oder in dem Umfeld jedenfalls. Okay, also was ist das da? Ein. Bronze Monograph, mit dem ich wahrscheinlich die Tür für diese Zone da öffne. In the
the court of the goddess, every man and woman is deemed worthy of redemption. Though you might be shackled by the tribulations of the past, the trials ahead offer you both freedom and glory. The future is yours, if you're bold enough to reach out for it. Solve the trial of Ascendancy in this area. Lock door. Door is locked. So weit, so gut. So, zack. Da kommen die Spieße nach oben. Okay, hier kann ich stehen bleiben und mir erstmal angucken, was weiter passiert. Gut, das läuft wahrscheinlich einfach nur ringsrum. Kann ich schon ein Stück weiterlaufen. Da kommt die erste Chest. Soweit, so gut. Uninteressant. Zack, spike's wieder durch. Und das ist der Lever. Okay, jetzt muss ich wieder... deswegen sind die ganzen Dinger hier drin, damit ich nicht zerstochen werde, wenn ich nämlich den Rückweg machen muss. Weil auf dem Hinweg hätte ich wahrscheinlich einfach durchlaufen können oder einfach hinterherlaufen können. Aber auf dem Rückweg... Es ist natürlich etwas schwieriger, ihm da entgegenzulaufen. So, noch einmal abwarten und dann rein da, was auch immer da oben ist. Okay, erstmal ein paar Monster. Und sonst? Ah, da kommt noch mehr. Wir gehen immer im Wechsel. Das sorgt auf jeden Fall für einen schnellen Tod, wenn man da drüber läuft, und wahrscheinlich in den höheren Leveln dürfte das um einiges gefährlicher werden, weil jetzt ging es ja noch, auf jeden Fall bin ich dann aufgespießt und natürlich bewegungsunfähig. Und ein Rotteis. So, hier habe ich glaube ich auch schon alles gelb. Das heißt, da lohnt sich das ganze Zeug eh nicht mehr. Trail of S&A Plex. Belief is the strongest metal of them all. The prison completed. Unknown area. Okay. Das heißt, sie sind immer in bestimmten Bereichen drin. Und das ist die Trail-Plug. Also das sind jetzt schon die neuen Sachen, die mich ja interessiert haben, was so alles da sich ergänzt hat. Und ich werde dann zumindest zum Anfang zurückgesetzt. Okay. Das war jetzt noch eine nette Ergänzung zum Abschluss. Aber ich bin ja noch nicht ganz durch. Noch einmal Lions 1 Watch anschauen. So, das ist auf jeden Fall mehr... Cold Damage dazu, das ist natürlich ideal. Dann kann ich wieder meinen Fire Arrow mit Cold Damage zusammenbringen. Dann nehme ich erstmal das dazu. Und dann Navali, was hast du zu sagen? Is it choice that carries you here? Or is it fate? The future is mine to tell, but yours to claim. It is time to fulfill your prophecy. Okay, das sind die Erweiterungen, die beim letzten Mal irgendwie mit dazugekommen sind, wohin eben diese Spezialisierungen drin sind, die man nach und nach dort ausbauen und anpassen kann. So, dann schaue ich mir jetzt mal meine Prophecy an, was dort vorgegeben ist. Okay, da steht überhaupt noch gar nichts. Gut. Dann mal sehen, was passiert, wenn ich jetzt auf Prophecy suchen gehe. Guidance is priced in silver. If the price is not paid, the stone stays silent. Okay, dafür brauche ich also dann die Silbermünzen, die ich jetzt noch nicht genau weiß, wo ich sie genau finde. Gut, das nächste ist dann jetzt Kill Botus. Das werde ich dann in der nächsten Folge fortsetzen.
Und so viel für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn es dann mit Brutus weitergeht. Tschüss!